Servus Leute, der Basti hier. Willkommen zu einem neuen Airsoft Corner. Heute mit Aegis e.V. und Diego. Wir fangen an. Wen haben wir denn heute im Airsoft Corner? Und zwar haben wir den Toni und den Kevin da. Servus Jungs. Ja, hi. Hallo Basti. Das sind zwei der Vorstände vom Aegis e.V. und ich würde einfach mal sagen, stellt euch doch mal vor. Ja, hallo, ich bin der Toni, 36 Jahre alt, einer von drei Vorständen bei Aegis e.V. Mittlerweile schon dabei seit 2010. Ja, hi, ich bin der Kevin, der erste Vorsitzende vom Aegis e.V., dabei seit 2011 offiziell. Was haben wir denn heute generell das Thema im Airsoft Corner? Wollen wir euch einfach mal verschiedene Teams vorstellen oder eben auch Shops oder irgendwelche Vereine? In diesem Fall eben Aegis. Jetzt ist die Frage, was ist Aegis? Erläutert uns doch mal, was macht Aegis und was ist Aegis? Prinzipiell Aegis e.V., klar, natürlich ein eingetragener Verein. Ja, bei uns mit dem Zusatz gemeinnützig liegt einfach daran, dass wir natürlich auch zusätzlich zu unserem Airsoft spielen, wie bei anderen Vereinen und Teams, natürlich auch die Aufklärungsarbeit auch einen sehr großen Stellenwert hat, ne, die wir natürlich dann auch übers Jahr sehr verfolgen. Ja. Okay, und e.V. eingetragener Verein, was kann man sich denn genau unter einem e.V. vorstellen, in Bezug nimmt? Ich denke mal, jedem ist klar, was ein e.V. oder eingetragener Verein ist. Hört man immer Fußball XYZ e.V. Was kann man sich denn darunter vorstellen beim Airsoft e.V.? Du vielleicht, Kevin? Also es ist einfach die Grundstrukturen, die man auch so von anderen eingetragenen Vereinen kennt, wie jetzt beim Fußball oder sonstigen Sportarten, dass du einfach ein gewisses Regelwerk hast, was du abgestimmt hast mit deinen verschiedenen Mitgliedern und sich dadurch einfach eine Gemeinschaft gebildet hat. Wir hatten uns damals einfach zum Ziel eben diese Öffentlichkeitsarbeit gesetzt, um uns einfach auch ein Steckenpferd zu setzen, um uns auch abzuheben. Ich denke, da hat jeder seine Besonderheit, die man jetzt so in Deutschland von den Vereinen kennt, hat jeder so seine kleine Besonderheit. Wir haben für uns die Öffentlichkeitsarbeit gewählt. Okay, aber ihr habt ja jetzt nicht nur die Öffentlichkeitsarbeit, sondern ihr habt ja auch Spielerteams, oder? Also ja, wir haben auch Spielerteams drin, ganz klar. Also die Öffentlichkeitsarbeit zählt bei uns auch nur, ich sag mal, ein Viertel von dem, was wir wirklich tun. Das heißt, wir legen natürlich schon ein Hauptaugenmerk natürlich auch auf die Ausübung des Sportes. Wir haben dafür intern einfach drei verschiedene Strukturen geschaffen, damit sich ein neues Mitglied, was bei uns reinkommt, nicht nur auf ein bestimmtes Muster entscheiden muss, sondern dass es auch einfach sagen kann, ich habe drei unterschiedliche Möglichkeiten, mich zu entfalten. Wir haben das durch drei unterschiedliche Tarnmuster festgelegt, dass wir gesagt haben, wir halten einen klassischen, einfachen PMC-Stil, schwarz-khaki, ein Multicam-Team und ein Kryptek-Mandrake-Team. Und die Teams dann, sind die dann speziell untergliedert in zum Beispiel ein ernsthafteres Airsoft-Milsim-Team, ein Fun-Game-Team, ein Renekton-Team oder ist das alles irgendwie Kuddelmuddel oder wie kann man sich das vorstellen? Also es ist klassisch so, dass wir sehr unterscheiden zwischen dem, was wir nur als Airsoft betreiben. Das heißt, diese drei Teams, diese Struktur, die wir geschaffen haben mit den drei Squads, so wie wir es sagen, ist wirklich nur für den Spielbetrieb. Das heißt, hier wird ein Hauptaugenmerk auf das Fun-Game gelegt. Airsoft, also Veranstaltungen wie zum Beispiel die Dark Emergency, die Border War, aber auch kleinere Skirms, wie jetzt in Koblenz, auf Area M, in Weckring, in Frankreich, also egal wo. Spezialisiertere Sachen, wie zum Beispiel Reenactment, betreiben wir nebenher. Das heißt, wir haben auch ein ganz kleines Team, die sich der Nachstellung eines bestimmten Vorbildes gerichtet haben, weil sie gesagt haben, die möchten das machen. Auch diese Struktur haben wir geschaffen, um einfach möglichst breit gefächert zu sein für einen neuen Bewerber, der reinkommt, dass der auch wirklich nach ein, zwei oder auch drei Jahren die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln oder sich anders zu entwickeln. Okay, und beim Verein gibt es auch, ist ja nicht nur einfach, ich mache jetzt einen Verein, sondern ich habe auch gewisse Pflichten oder ich muss ja auch vielleicht gewisse Regeln einhalten, die ein Verein ausmacht. Was wären das jetzt bei euch so eine Grundstruktur? Toni, kannst du was sagen dazu? Bei uns prinzipiell gibt es wie in jedem Verein auch eine Satzung natürlich. Ne? Diese Satzung selber wird ergänzt durch eine Anzahl an Ordnungen, die quasi die Satzung selber unterstützen, aber dadurch
sich im Nachhinein noch, wenn wir Bedarf sehen, auch leicht ändern lassen, ohne dass wir jetzt quasi die Satzung ändern müssen, dafür extra eine ganze Mitgliederversammlung einberufen müssen, auch wieder den Gang zum Notar und zum Amtsgericht machen müssen. Okay. Ne? Dadurch hat man etwas freiere Wahl, wenn man mit der Zeit einfach merkt, okay, es ändert sich was und da können wir so etwas schneller auf die Situation reagieren. Warum überhaupt ein e.V.? Warum kann man das nicht einfach, warum muss man dann e.V. gründen? Also die e.V. als solches hat natürlich ihre Vorteile einfach, wie es der Name schon sagt, in diesem Verein. Also man vereinigt sich mit Mitgliedern zu einer Gruppe. Der Vorteil ist natürlich gerade für unseren Augenmerk durch die Öffentlichkeitsarbeit sehr stark vorhanden. Ne? Eine e.V. öffnet einfach Türen. Dadurch hat man einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn man sich auch entsprechend präsentiert, hat man einfach Vorteile. Gerade wenn man mit Ämtern zu tun hat oder auch einfach mal, wie jetzt bei uns auf der Esslinger Burg, wo wir ein Fotoshooting gemacht haben, ne, in voller Montur mit Airsoft-Waffen, hat man so wirklich es bei weitem einfacher. Okay. Kann man denn dann generell sagen, ich meine, gut, AEGIS hat jetzt ein weiteres oder größeres Spektrum wie jetzt das klassische Airsoft-Team. Könnte man jetzt aber gleich sagen, ja, jedes Airsoft-Team macht ein e.V. draus? Würdet ihr das jetzt so empfehlen oder schon etwas mit einem größeren Hintergedanken? Also grundsätzlich kann man davon schon ausgehen, dass man das jedem ans Herz legen kann. Wer einfach eine gefestigte Struktur schon besitzt, ich sag mal, auch Mitglieder über eine gewisse Jahreszahl auch schon hat, einfach, ich sag mal, eine treue Mitgliedschaft in dem Fall, dem kann man es ans Herz legen, sowas zu machen, weil man einfach auch deutlich rechtlich besser abgesichert ist, dadurch mehr Möglichkeiten auch hat, sich im Falle eines Falles, sage ich mal, immer noch zu verteidigen als Einzelperson. Und das ist es halt in einem Team einfach, man ist immer für sich selber verantwortlich. Der Verein sichert sich dadurch einfach auch hintergrundmäßig besser ab, dass auch die Mitglieder bei ihrer Ausübung besser abgesichert sind. Das ist der Grundgedanke, denke ich mal, aus meiner Sicht dahinter, einfach die Sicherheit für eine größere Gemeinschaft dazustehen. Dann machen wir doch mal Bereich Öffentlichkeitsarbeit macht er ja oder Informationen der Öffentlichkeit über das Hobby oder den Sport. Airsoft kann ja jeder sehen, wie er es möchte. Würdet ihr mal vielleicht beide jetzt von eurer Sichtweise, von eurer eigenen Sichtweise mal sagen, wie seht ihr die, oder sagen wir mal Airsoft in Deutschland, wie seht ihr das? Von der Gesellschaft an bis allgemeinen Vertretungen vielleicht mit anderen Sportarten oder sonstiges. Einfach mal so, wie seht ihr es in der deutschen Gesellschaft an, Airsoft? Vielleicht fangen wir mit dir gleich an, Toni. Prinzipiell sind wir gerade, was den Airsoft angeht, in Deutschland natürlich noch sehr am Anfang. Mhm. Ne? In der Regel gegenüber Paintball als Beispiel kriegt man vom Airsoft nicht unbedingt viel mit. Und wenn man mal was mitkriegt, dann ist es natürlich auch über die Medien, sei es mal negativ behaftet, ne? Weil natürlich Kinder, Jugendliche mit Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit unterwegs sind und dementsprechend dann genau das Wort Airsoft und allgemein noch öfter Soft Air in den klassischen Medien, sei es mal natürlich negativ behaftet, dann natürlich auffällt. Kann man prinzipiell eigentlich sehr leicht entgegenwirken, indem man natürlich aufklärt. Ne? Jetzt bei uns letztes Jahr, wo wir unseren Stand hatten, hatten wir natürlich sehr viele Jugendliche, ne, aber auch Eltern, wo zu uns kamen und gesagt haben, hey, ich habe meinem Sohn gerade letzte Woche erst einen gekauft, aber ich bin mir gar nicht sicher, was er damit alles machen darf und wo er es machen darf. Mhm. Und da ist natürlich unsere Chance, dass man das wirklich aufklären kann und dann wirklich von null auf den Eltern und aber auch Jugendlichen das beibringen kann, wie man es eigentlich besser macht. Mhm. Ne? Prinzipiell jede negative Schlagzeile, die nicht auftaucht, weil sie nie geschehen ist, ist natürlich auch für uns besser. Aber wie gesagt, ist halt noch ein sehr weiter Weg, ne? Weil wir sind eine von ganz wenigen, ne? Die jetzt, sag ich mal, auf diesem Weg, wie wir es machen zumindest, in Deutschland gibt. Ich persönlich würde mich freuen natürlich, wenn es einfach mehr machen, weil dann reißt auch einfach mehr. Aber da muss halt die Zukunft noch zeigen, wie es mit dem Airsoft in Deutschland natürlich weitergeht. Da würde ich vielleicht auch mal noch mal kurz eingreifen. Auch wir stehen, Sie beispielsweise, unseren Schießstand ist ja auch ziemlich in der Öffentlichkeit und er ist eben auch behördlich so abgeregelt.
Und die ausschlaggebende Behörde kann sich über das Gesetz bzw. die kann die Anwendung des Gesetzes definieren. Aber da können wir irgendwann mal auch mal ein spezielles Video dazu machen. Aber auch hier können oder kamen unterschiedliche von wirklich 80-jähriger Opa bis kleine Kinder mit ihren Müttern und Vätern kamen auch mal dazu und haben sich auch generell informiert und fanden es auch regelrecht interessant und kam auch schon Anfragen mit, ja, wie kann man denn da in den Sport oder in das Hobby einsteigen? Also auch wir haben positive Erfahrungen gemacht. Natürlich gibt es auch immer jeden schwarze Schafe oder andere Meinungen in der Öffentlichkeit, aber man hat ja hier auch freie Meinungsäußerung. Ja, Kevin, wollte ich jetzt nicht unterbrechen oder das vorschmeißen, nur wollte mal auf den Toni drauf eingehen, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, aber wie siehst denn du das jetzt von deiner Meinung her oder von deiner Seite her? Airsoft in Deutschland. In der Gesellschaft von Deutschland? Also wir haben hier in Deutschland einfach eine schwierige Meinung, gerade zum Thema Waffen. Man sieht hier einfach auch, gerade durch die Vergangenheit, und das sind einfach auch die Argumente, die wir hauptsächlich dagegen gegen Airsoft bekommen, ist halt eher diese pazifistische Meinung hier in Deutschland. Und dagegen kann man mit Öffentlichkeitsarbeit und sagen wir mal mit Offenheit der Szene und auch der Leute, die das Ganze ausüben, entgegenwirken, um den Leuten zu zeigen, wir sind keine eingekesselte Gruppe, wir sind keine Randgruppe, sondern wir sind offene Leute, die ganz normale Berufe ausüben, die einfach dieses Hobby, Schrägstrich oder ja, Schrägstrich Sport betreiben. Je nachdem, ich finde immer, das hängt immer ganz davon ab, wie man das betreibt. Es gibt den Airsoft-Sammler, der sich halt einfach ergötzt an den Waffen, weil die einfach super toll nachgebaut sind. Es gibt dann aber auch den, der jetzt mal wirklich spielen geht, der betreibt einfach einen Sport. Und ich glaube, da sind wir uns alle klar, jeder, der mal einen Spieltag auf dem Feld war und da mal mitgespielt hat, das ist wirklich Sport. Bevor ich jetzt zu dem Punkt Öffentlichkeitsarbeit bzw. euch darüber ausfragen möchte, würde ich noch mal gerne euch ein anderes Thema reinquetschen. Und zwar, wie seht ihr eigentlich das deutsche Waffengesetz, sagen wir mal eher der Unterpunkt, die Anscheinswaffe wird ja im deutschen Waffengesetz doch auch als richtige Waffe behandelt, weil ein Geschoss wird durch einen Lauf getrieben, etc. etc. Natürlich gibt es ja noch dazu folgende Anscheinswaffen und so weiter und so fort. Aber wie würdet ihr denn sehen, dass das deutsche Waffengesetz vielleicht, schneidet euch das in der Öffentlichkeitsarbeit rein oder uns allgemein allen? Oder würdet ihr eher sagen, das beeinflusst jetzt die Öffentlichkeit nicht so? Also sprich, wenn das jetzt lockerer wäre, könnte man das dann der Öffentlichkeit generell besser verbreiten oder unterbreiten? Oder sind es zwei Paar Schuhe? Auf der einen Sicht, ja, es beschränkt uns, aber wirklich auch nur, da kann ich nur für uns reden, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stand auf einem Bürgerfest aufmache, wäre ich zum Beispiel super begeistert von mal sowas als Demo-Gerät hinzulegen. Zu zeigen, guck mal, mit sowas spielen wir, das ist unser Sportgerät, ich nenne es jetzt einfach mal Sportgerät, um denen einfach auch diese Berührungsängste davor nehmen zu können. Weil so bin ich dazu gezwungen zu sagen, komm zu mir und guck es dir da an. Auf der anderen Sicht aber auch nein, ich finde es gut, weil dadurch haben wir weniger von diesen Zwischenfällen, von denen man einfach auch hört. Ich finde, das Waffengesetz in Deutschland ist so, wie es ist, super geregelt. Es verbietet viel, vielleicht für manche Geschmäcker auch zu viel. Jeder wird es sich irgendwie anders da wünschen. Aber eigentlich ist es doch genau richtig, wie wir es haben. Okay. Toni, du wolltest auch noch was dazu sagen? Prinzipiell stimme ich ihm bei. Na, das hätte ich jetzt auch genauso gesagt. Natürlich, wenn man jetzt etwas mehr in die Feinheiten reingeht, sehe ich natürlich die Problematik, wenn wir per Gesetz bis zu 7,5 Joule spielen dürfen. Ne? Ob es natürlich sinnvoll ist, ist natürlich spielerisch eine andere Baustelle. Womit ich mich persönlich ganz gut anfreunden kann, sind zum Beispiel Gesetze wie in Frankreich. Ne? Da ist es nur bis zu maximal 2 Joule erlaubt. Ne? Gerade auf viele Spielfelder in Deutschland regulieren sich ja gerade sowieso irgendwie runter auf knapp 1,5 bei normalen Sturmgewehren. Reicht vollkommen aus, ne? Weil im Endeffekt, man darf nicht vergessen, man möchte spielen und zusammen Spaß haben und natürlich auch ein Verletzungsrisiko so weit minimieren wie möglich. Andererseits, in Frankreich zählt natürlich Airsoft-Waffen dort nicht nur das Waffengesetz, sondern zählt dort als Spielzeug, ne? Was natürlich dann wiederum andere Möglichkeiten hat. Ne? Wenn man jetzt nicht gerade wie ein Franzose natürlich auf dem Weg zur Bordeaux durch Deutschland muss, ist das natürlich sehr unproblematisch. Aber im Endeffekt, eine Mischung vielleicht so aus deutschen und französischen Gesetzen könnte ich mit in Zukunft sehr gut leben. Also die wirklich logisch und nachverfolgbar sind.
ist ja auch mal ein bisschen schon was in der EU in Planung, aber das jetzt aufzugreifen, gerade die Problematik mit diesem Umfriedung, ich meine klar, Schutz vor Dritten, dass Unbeteiligte nicht irgendwie damit involviert werden, ist schon wichtig. Auch beziehungsweise das Führen einer Waffe. Aber das würde jetzt unseren Rahmen natürlich sprengen und noch ein bisschen abschweifen. Deswegen machen wir gleich mal ein bisschen weiter. Und ihr habt ja schon gesagt, ein Stand, eine Demonstrationswaffe für die Öffentlichkeit, mal zum Befummeln, Betatschen. Ach, das ist eine Anscheinswaffe, ein Airsoft-Markierer. Ja, was genau definiert denn AEGIS unter Öffentlichkeitsarbeit oder sagen wir mal Aufklärungsarbeit? Was wir aktuell schon betreiben, ist, dass wir groß Präsenz zeigen, gerade bei uns in der Nähe. Das heißt einfach nur außerhalb von der Szene, das muss man jetzt auch ganz klar definieren, weil es gibt nämlich zwei Arten von Öffentlichkeitsarbeit. Du kannst die zum einen intern, aber auch extern betreiben. Und das muss man einfach auch mal nachvollziehen. Extern ist es so, dass wir wirklich in unserer Umgebung, gerade Landkreis Stuttgart, Esslingen, in die Richtung, da wo wir populär sind mit unserem Verein, wo uns einfach auch die Ämter kennen, setzen wir uns hin mit denen und sagen, okay, wir würden gerne bei dem Bürgerfest einen Stand machen. Das heißt, wir möchten informieren über die Gesetzeslage, gerade die Punkte, die wichtig sind. Das heißt, wie transportiere ich diese Geräte, wo übe ich diesen Sport aus, wie habe ich mich zu verhalten, welche Sicherheitsmaßnahmen muss ich da auch beachten in solchen Fällen. Das ist Öffentlichkeitsarbeit extern. Das ist einmal die Aufklärung überhaupt. Okay. Die kann man durch verschiedene Arten betreiben, indem man, wie wir zum Beispiel auf dem Bürgerfest, diesen Stand aufbauen. Wir hatten aber auch schon Fotoshooting-Aktionen. Das heißt, da haben wir mit Läden, mit denen wir gute Kooperationen hatten, haben wir uns hingestellt einen Tag lang. Läden, was kann man sich darunter vorstellen? Ein Airsoft-Laden oder? Also wir hatten in dem einen speziellen Fall, hatten wir einen Spieleladen ausgesucht, also gerade so ein Merchandise-Spieleladen. Videospiele, ja. Aber hauptsächlich alles, deswegen sage ich ja Merchandise-Videospiel, okay. Der hat von Tabletop bis hin zu Games, hat der alles. Gerade solche Orte lohnen sich einfach, weil die Leute dadurch auch schon ein bisschen offener dahin gehen. Die wollen teilweise schon was in die Richtung, haben sowas schon mal gesehen. Und wenn wir da dastehen, dann lohnt es sich auch, weil das meistens auch das, die richtige Altersgruppe ist, die richtige Zielgruppe, die man da auch antrifft, als jetzt eher in einem Modeladen oder so. Das ist Variante B, wo du einfach sagen kannst, okay, ich kann mich irgendwo mal einen Tag hinstellen und eben nach einer bestimmten Zielgruppe Ausschau halten und die speziell darüber aufklären und nahebringen auch, weil für manche Leute, die kennen das Hobby einfach immer noch nicht oder den Sport. Und den kannst du dann zeigen, guck mal, sowas gibt es und oder sowas kann man auch oder halt ein schlechtes Bild, ne? Die kennen es halt nur verrufen, sagen wir es mal so. Okay, und ihr habt ja vorhin schon gesagt, Problematik ist halt, ihr würdet mal gern einen Markierer mit einfach mal auf den Stand nehmen, draußen hier, was weiß ich, auf dem Dorffest. Geht natürlich jetzt oft nicht, außer die Behörde gibt euch die Erlaubnis, aber jetzt in so einem Shop, wo ja dann eigentlich ein umfriedetes Gelände darstellt und einen geregelten Zugang bzw. ja die Erlaubnis auch vom Shopbetreiber vorliegt. Wie macht ihr das dann? Seid ihr jetzt auch so ein AEGIS-Polos da und habt kleine Infokärtchen oder nimmt ihr da auch mal eine komplette Gear mit, vielleicht ein Mitglied, der sich das mal alles anrödelt und dann mal die Waffe auch demonstriert? Oder wie kann man sich das da vorstellen? Also seid ihr jetzt so wie hier da oder auch mal in Gear? Und das zum Teil. Also wir haben wirklich ein bis zwei bestimmte Personen, die sich nach einem gewissen Thema einfach aufrödeln. Wir hatten zwei verschiedene Aktionen. Einmal zum Call of Duty Start damals und einmal zum Battlefield Start. Und zu jeder Aktion hatten wir einfach unterschiedliche Ausrüstungen an, einfach weil unser Verein das eben auch hergibt, dass wir jetzt verschiedene Personen damit integrieren können. Nebendran standen aber auch immer mehrere in Polos. Das heißt, durch den Laden sind nicht nur diese zwei, ich nenne es mal Statuen gelaufen, die aber dann wirklich voll aufgerödelt. Das heißt, mit allem drum und dran, auch mit den Markierern selbstverständlich. In dem Laden war das alles soweit in Ordnung. Haben wir natürlich vorher auch mit der Polizei soweit abgeklärt, dass vorbeilaufende Passanten, das hat ja auch eine Schaufensterscheibe, eben nicht verschreckt bei der Polizei angerufen haben. Leider in Deutschland nicht so unüblich. Genau, aber dadurch, dass das ja eben in Esslingen war und uns die Behörden da einfach auch kennen vom Namen, reicht bei uns meist schon ein Anruf, dass wir an diesem und diesem Tag dort sind
und das betreiben, dass die wissen, was ist. Und falls ein Anruf eingehen sollte, auch die richtige Antwort dafür wissen. Ja. Also vielleicht mal an dich, Toni, kann man da eigentlich mal sagen, generell das A und O ist eigentlich die Kooperation mit den Sicherheitsorganen und mit den, sagen wir mal, gesetzregelnden bzw. überprüfenden Behörden wie jetzt die Stadt direkt oder halt eher in ländlichen Gegenden das Landratsamt oder Ordnungsamt. Das ist so das A und O, vielleicht mit denen gleich in Kontakt zu treten und das zu klären, und dann sollte es eigentlich auch keine Probleme geben bei euch, oder? Jetzt bei uns war es natürlich sehr einfach, ne? Liegt auch einfach daran, wie wir uns nach außen hin präsentieren. Ne? Damals, wo wir den Schritt gemacht haben vom losen Team zum Verein, haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht. Behalten wir unseren Namen und unser Logo, mhm, oder ändern wir das? Einfach, weil wir recht weit in die Zukunft schon blicken. Ne? Und damals haben wir für uns dann entschieden, okay, wir ändern Name und Logo zum Vereinswechsel. Einfach, weil wir auch Öffentlichkeitsarbeit betreiben möchten. Und da kommt es natürlich jetzt mit einem 0815 Totenkopf einfach nicht weit. Ne? Und dementsprechend wurde dann quasi zur Mitgliederversammlung dann auch so entschieden. Und es funktioniert auch sehr gut. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt zum Finanzamt gehen, zum Rathaus, zur Polizei, ne? Zum damaligen Zeitpunkt, wo die uns noch nicht kannten natürlich, ne? War natürlich die Frage, okay, was macht ihr denn genau für einen Sport, ne? Wenn man sich schon als Sportverein vorstellt. Und dann kommt man natürlich ins Gespräch. Ne? Und das, man muss dazu sagen, das ist halt einfach wirklich ein sehr umfassendes Feld, das man beachten muss, wenn man natürlich gerade mit Institutionen eines Landes dann in Kontakt trägt. Wie war denn die generelle Akzeptanz? Also ich kann mir gut vorstellen, dass ohne jetzt da vielleicht irgendeinen, wenn einer zuschauen sollte, so einen Beamten nahe zu treten oder so einen Angestellten, das sind ja doch vielleicht eher mal die ältere Generation, die dann vielleicht so sagen, was? Seid ihr verrückt? Wie war denn das so der erste Kontakt? Ich meine, gut, jetzt kennen sie euch, aber kann man ja schon vorstellen, dass da gewisse Leute im Finanzamt sagen, so was aufeinander, wie, erst auf das doch das mit aufeinander schießen. Mhm. Ja, nee. Wie war denn das? Hattet ihr da Problematik eine große oder ging das eigentlich doch relativ glatt durch die Bühne? Also bei uns ging es eigentlich sehr, sehr leicht, ne, muss man dazu sagen, gefühlt zumindest. Damals beim Finanzamt, wo wir zum ersten Mal waren, da haben wir natürlich auch erörtert, ne, was wir sind, was wir machen. Die Satzung wurde natürlich auch ausgiebig begutachtet, was unsere Ziele sind in dieser Satzung. Ne, und da gab es eigentlich soweit keine Probleme. Ne. Auch okay. Mit dem Amtsgericht nicht. Normalerweise ist auch das Amtsgericht generell, sage ich es mal, recht kritisch, was Vereine, die einen Skisport in irgendeiner Art betreiben, angeht. Ja, aber bei uns lief eigentlich alles sehr ruhig ab, ne, okay, beim ersten Mal gleich. Auch die weiterführenden Organe, um dann nochmal eingreifen zu können. Ich meine, Amtsgericht und Finanzamt, das sind gerade für die Vereinsgründung wichtige Institutionen, wo man sich dran wenden muss. Mit denen darf man sich natürlich nicht verscherzen. Das macht einem keinen Spaß in dem Fall. Aber es gibt auch für das Tagesgeschäft, so wie wir es machen, zum Beispiel Fotoshootings an gewissen Ortschaften in der Öffentlichkeit, an Bürgerfest, das sind ganz andere Ämter. Das heißt, man hat wirklich mit einer Vielzahl von Personen zu tun, die Entscheidungen fällen. Das heißt, man tritt sie dann ins Rathaus ran. Die waren durchweg positiv bei uns gestimmt. Das überrascht einen dann doch mal, weil man eher, sagen wir mal, mit ein wenig Gegenwind rechnet. Wir haben uns auch an das Kulturamt gewandt, was eben für diese Veranstaltungen bei uns in der Stadt oder im Landkreis zuständig ist. Und auch hier haben wir einen sehr, sehr großen Vertrauensvorschuss von den Ämtern bekommen, eben für diese Stände und für diese Aufklärung, und haben den aber auch eingehalten. Das heißt, wir haben auch dieses Jahr wieder im Juli so einen Stand, um den Verein, aber auch den Sport repräsentieren zu dürfen, und diesmal sogar noch größer. Weitere Informationen zu AEGES und natürlich auch irgendwelche Identitäten oder die Facebook-Page blenden wir euch natürlich, beziehungsweise verlinken wir euch in die Infobox. Da könnt ihr euch dann natürlich auch näher informieren, das ist natürlich kein Problem. Gast, ja, dementsprechend gehört er eigentlich zum Team und ist auch der Teamleiter. Aber wir brauchen ja ich als Moderator brauche natürlich einen Gast. Daher begrüße ich den Ivan, aka Friday.
Ja, danke, dass ich mal hier sein darf. Genau, in dem neuen Studio. Schön, dass du auch mal bei GSP anwesend bist. Zu Gast bin, ja, bei GSP. Ich hoffe, es ist für dich eine Ehre.